Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Deponia, The Complete Journey. Ja, in der letzten Folge sind wir in Bellevue nochmal hingegangen und sind wir zum Dichter gewesen und auch in der Altstadt hier haben mit diesem komischen Typen da geredet, der ständig nach unten in den Keller geht, um mit seinem Chef zu quatschen, haben mit dem Schnabeltier-Trapper oder was auch immer gelabert, um dann noch ein paar mehr Infos zu bekommen und wollen uns jetzt die Sachen vom Dichter ergaunern. Indem wir ihnen die Memos geben. Post von Seagull! Oh, bitte nicht! Ich brauche Brot. Also auch das Brot. Nur zu, es gehört dir! Und das Wasser. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche Wasser? Tja, was auch sonst. Da geht das Wasser. Keine Ahnung, wo das Wasser ist, aber ich sehe hier gar kein Wasser. Das Wasser, achso. Ich will die Kohle haben. Bin ich wieder. Und diesmal? Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Ah, Kerze nehmen. Kann ich da... Das ist so... Ja. Wasser. Kohle. Faden. Und Brot. Ich glaube, wir können den Faden auf jeden Fall hier mit dem Haken kombinieren. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Ja, die sind richtig gut. Und wenn ich den Spaten... Das habe ich mir bereits geangelt. Ach so. Ja gut, wenn ich den Spaten dran mache, dürfte das gehen. Er ist doch noch gut. So, und ab raus. Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein Alt... Wegen des... Nun druck's nicht so herum und mach, was willst du wissen. Was muss ich gleich tun, damit... Die Schnabeltiergerichte müssen von da... Und wie du das anstellst, ist mir... Deal. Versprich mir nur, dass... Zu spät. Ich... Okay, das war's. Nicht genau. Er zieht nicht mal bei... Ich will nicht, dass es kleben schon genug. Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Okay. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Habe ich jetzt Flusen? Nee, ne? No. Kann ich da denn jetzt Dreck rein? Ich will nicht, dass es noch mehr verkleben. Der wollte doch Wasser haben, oder nicht? Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder Fremdes? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Aber das, du wolltest doch Wasser haben! Finger weg von den... Ich wollte sie... Ich sagte... Oh, Mensch. Okay, darf ich nicht. So, ich habe jetzt eine Angel. Sozusagen. Ich kann da jetzt... Kohle reintun. Brauch noch irgendwie Feuer. Würde ich ja, aber sie ist aus. Wo krieg ich Feuer? Hat er Feuer? Nee.
Hier ist auch kein Feuer. Oder hat jemand in der Spelunke Feuer? Da. Das Ambiente stimmt. Ich werde die... Da ist Feuer. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. So. Dann gehen wir jetzt... Ach, halt die Klappe. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. So. Ich rühre grundsätzlich. Jetzt haben wir das da irgendwie in Brand gesetzt. Was bringt uns das? Kann ich mit dem Spaten irgendwas am Generator ausrichten? Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Aber irgendwas muss man doch mit diesem Generator machen können. Vielleicht hole ich mir jetzt erstmal so einen Köder. Das habe ich mir bereits. Schau mal her. Verschwinde. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl kein Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Ich will was angeln. Das hab ich mir... Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Das habe ich mir bereit. Das habe ich mir. Das habe ich mir. Das habe ich mir bereits. Irgendwas, mein Werkzeug. Das habe ich mir bereits geangelt. Huhu, noch mal. Verschwind, du verschoss. Ich bin doch ganz... Als würde... Hast du schon einmal das Licht, wenn du... Aber... Ja, ja, ich will doch... Ich will deine Angel haben. Es tut mir... Wir akzeptieren... So verdammt. Es tut mir wir an. So steht es in der Geschäft. Verdammt. Aham. Ich will das Ding haben. Bananenkrümmer. Mit diesem Gerät ist ja bereits nützlich genug. Schredder. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Ah.
Es tut mir sehr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. So ein Mist. Warum steht der Schredder dann überhaupt hier? Nein, er ist bereits perfekt. Nehme ich zumindest an. Eine Sehr zahlen Sie. Wie jetzt bezahlt? Ich dachte, Sie, und wo, wenn Sie und dann bekommen. Das nicht, aber dafür bekommen. Klingt. Aber da muss doch. Wie kriege ich den? Ich muss ja irgendwie den Schokomat. Ich würde diesen aber nicht mit meinen Eis zu, aber so ist nur. Vielleicht hilft der Kübel voll Erde mit den Tabletten. Meine Sachen sind auch so schon schwer. Ich muss. Oder halt auch nicht. Wie kriege ich. Über der Idee sollte ich wohl noch etwas länger brüten. Über der Idee. Mit dem Spaten. Mit über dem der Idee. Ich rühre. Warum macht er das mit dem Zeugs nicht? Das geht doch genauso. Diese Gurke stört mich. Ich habe das Gefühl, man kann die nehmen, aber man kann nicht. Sprechen wir noch mal mit dem Gärtner. Hey, Finger weg von dem Baum! Ich hab doch gar nichts gemacht! Sprech da mal mit dem. Freunde? Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Hat er vielleicht irgendwas? Er hat eine Harke, er hat Laub, er sollte wunschlos glücklich sein. Er hat eine Harke, er sollte wunschlos. Der Vegane? Er hat eine. Er sollte. Die Hose vielleicht, aber wie komme ich an die Hose dran? Mit dem Spaten? Ich würde locker, aber solange sie mir nicht wenig. Meine Sachen sind. Aber warum? Es ist ja nicht so. Ich würde. Aber so. Ich würde aber so. Wenn du dich geschickt anstellen würdest, würde das auch alles klappen, Rufus. Dann klappt das eigentlich auch alles.
Warte mal, was ist denn das? Ich würde gerne. Oh, das ist. Was soll's denn? Woher benannt der kostenlosen Apotheken? Sie liegt. Tut sie nicht. Dann hat. Woher benannt? Sie liegt. Tut sie nicht. Dann habe ich das letzte Exemplar wohl mit. Für mich ist jeder das. Stimmt. Wir sehen. Sprich. Du da. Ich schmeiße nie etwas weg, das ist mein kleiner. Ich schmeiße nie, das ist mein. Ich schmeiße, das ist mein. Verschlossen. Okay. Ich brauche einen Hinweis. Okay. An Bord des Tauchboots gelangen. Ja, das ist gerade die Frage, wie ich dahin komme. An Wink vorbeischleichen. Goldene Drachen der Unsichtbarkeit. Ja, wie soll ich den denn besorgen? Turnierhand. Ja, ich war eigentlich von Sigurd zu. Hinweise brauche ich mir nicht angucken. Ich muss. Indem ich den das mache, ja, aber. Einen guten Anmachspruch anwenden. Wo kriege ich den guten Anmachspruch her? Obwohl, ja, so. Und dann kann ich erst den guten Anmach. Ich habe gerade keine Ahnung. Okay, ich habe jemanden gefunden, der sich mit Etikette auskennt. Das ist Seagull. Den kann ich auch zum Essen einladen. Das passt alles. Aber ich muss erst die Schnabeltiergerichte von der Karte entfernen. Und das ist gerade das, was ich mich frage, wie das funktioniert. Und ich glaube, das geht mit den Eiern. Aber er will die Eier ja nicht anfassen. Das ist das Problem, wo ich dann nicht weiter weiß. Das Zeugs hilft mir auch nicht wirklich. Ich probiere nochmal mit Goal. Huh? Du, was willst du? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Du wirst schon noch... So weich wie dein... Wie beides. Oh. Warte hier. Keine Druck. Nehmen wir mal Lady Goal. Huh? Oh. Hm? Himmel, du gibst wohl... Ja. Wie mit der... Kann ich dich ver... Eine Einladung wirklich? Vielleicht ist ja doch... Erst das Essen. Einen Anstand kannst du später noch... Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt hauptsächlich Schnabeltiere. Schnabeltiere? Schnabeltiere. Oh. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Wieso? Was stimmt denn nicht mit Schnabeltieren? Vergiss es einfach. Für einen kurzen Augenblick habe ich dich doch tatsächlich für kultiviert gehalten. Ich bestehe aber darauf. Ich bestehe darauf, dich zum Essen einzuladen. Das hier ist einfach kein Ort für eine Lady. Oh, das Thema hatten wir doch bereits, oder? Handelt es sich etwa wieder um dieses Schnabeltierrestaurant? Ja, genau. Wieso? Oh. Es wäre... Wieso? Vergiss es. Für einen Kurz... Warte hier. Ist das ein... Natürlich. Gut, das... Eine klasse Frau. Vielleicht mit noch Baby-Goal. Besonders böse, Lady und babyhaft. Das sind so die einzigen Sachen... Upsi, ich muss kurz eingenickt sein.
Kein Problem. Zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. Die guckt so verrückt. Du bist es. Wie schön. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst Schicksal der ganzen Welt... Ich dachte, wir retten die... Nein, man kann die Welt nicht... Ich dachte auch mehr... Weißt du denn gar nicht, man muss erst echt... Und ich hab... Wie, ja? Bin ich ja auch. Am liebsten... Warte ich... Oh. Also Baby Goal möchte Widerstandscamp... In der Widerstandscamp... Lady Goal will zum Essen eingeladen werden und... warte, was war noch? Krawall Goal... Möchte einfach richtig angesprochen werden. Oder war es Krawall-Gaudi? Naja. Das kann auf jeden Fall was werden. Ich schau da mal noch ein bisschen rum. Wir sehen uns dann... wir sehen uns dann in einer weiteren Folge am Morgen wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ich hoffe, wir finden weiterhin raus, was das jetzt alles hier zu bedeuten hat. Und wie wir da irgendwo hinkommen. Und ja... Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.